Was wäre der Franke nur ohne seinen Kloß? In Coburg zumindest feiert man die leckere Beilage gleich ein ganzes Wochenende lang. Beim Coburger Klößmarkt bieten zahlreiche Gastronomen alles rund um den Rutscher, so die halboffizielle Bezeichnung für den Coburger Kloß. Egal ob ganz traditionell zu Braten und Soße oder kreativ als Kloßpizza und Kloß Cordon Bleu, alle Liebhaber der Kartoffelspezialität kommen auf dem Marktplatz auf ihre Kosten. Dabei ist vor allem die Herstellung der Coburger Klöße eine schweißtreibende Angelegenheit. Und trotzdem, während des Klößmarkts läuft die Produktion stets auf Hochtouren. In der Stunde, also heute in der Stunde locker 200, 300 Stück. Ja, mit den Hemden geformt. Und auch selbst geschlagen, wir machen das alles selber hier. Und geht schon. Alles, damit der Kloßvorrat vom 30. August bis 1. September bloß nicht zu Ende geht. So werden es sich am Wochenende zu schmissiger Musik wieder viele tausend Besucher schmecken lassen. Dann, wenn auf Coburgs Marktplatz wieder der Rutscher regiert.